Und dann gab es diesen einen Tag, ja, ich weiß das noch wie heute. Meine Tochter saß hier am Esstisch, wo ich gerade sitze, und guckte raus. Und ich rief in Hamburg in dem Laden an, den ich beliefert habe mit Erdbeermützen, und habe die Frau gefragt, ob ich sie wieder beliefern könnte. Und wir haben so ein bisschen geklönt und es entstand ein Gespräch. Und sie erzählte, oh, sie hätte auch mal angefangen mit Strickgeschichten, und daraus wären ihre vier Läden entstanden. Und sie Wow. sagte, ich kann sie gerne wieder beliefern. Und dann haben wir aufgelegt und es machte Klick. Und ich sagte zu meiner Tochter, ich mache jetzt einen Laden auf. Hallo und herzlich willkommen heute im Entfalte deinen Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Jede Woche donnerstags spreche ich hier im Entfalte deinen Laden Podcast mit Inhaberinnen und Inhabern von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel. Jede Woche habe ich zu Gast einen Laden aus einer unterschiedlichen Branche. Ich freue mich heute total, dass wir die Claudia Homburg zu Gast haben, Inhaberin von dem Laden Elli und Mai in Lüneburg. Hallo Claudia. Ja, hallo Johannes, ich freue mich auch dabei zu sein. Claudia, seit 2009 gibt es deinen Laden. Für die Menschen, die den Laden noch nicht kennen und auch noch nicht gesehen haben, vielleicht kannst du uns ein bisschen mitnehmen, was ihr verkauft und auch vielleicht so eine kleine Ladentour machen. Also ich habe primär Kinderbekleidung. Wenn jemand ein Baby bekommt, findet er bei mir im Prinzip von der Socke bis zur Mütze alles, was man braucht. Da ist der Schneeanzug dabei, der Body, der Pullover, die Hose, der Strampelanzug, auch der Schlafanzug oder der Schlafsack, die Handschuhe, der Schal. Und mir war es von Anfang an wichtig, dass ich nicht nur Dinge im Laden habe, die ich persönlich schön finde, sondern dass es Dinge sind, die möglichst jeden Geschmack treffen, auch jeden Geldbeutel, und die man auch braucht, weil es, glaube ich, auch wirtschaftlich anders sonst nicht funktionieren würde. Man kann nicht nur die schönen Dinge anbieten, die sozusagen Luxus on top sind. Ich glaube, man muss Dinge anbieten, die die Menschen brauchen. Ja, und ich habe so drei Schwerpunkte. Der eine Schwerpunkt ist die sogenannte Funktionskleidung, also Kleidung, die eine Funktion übernimmt, wie ein Sonnenhut, der die Kinder vor UV-Schalen schützt, oder ein Schneeanzug, der wasserdicht ist, sodass sie draußen oder in Waldkindergärten, dass sie toben und spielen können. Und der zweite Schwerpunkt sind die Naturtextilien. Das ist die Wolle-Seide, die Bio-Baumwolle. Also es gibt nichts Wundervolleres als Wolle für kleine Babys und Kinder. Wir lieben Wolle, und zum Herbst-Winter verwandelt sich ein Großteil meines Laden in ins reinste Wolleparadies. Da freuen wir uns immer und schwelgen in den Farben. Das ist wirklich wunderschön. Ja, und der dritte Bereich ist dann, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, was wäre die Welt ohne ein bisschen Schnickschnack, ne? Also es gibt dann ein paar schöne Bücher und Kleinigkeiten und Kuscheltiere und ja, was und Schuhe. Also zählt zum Bereich Funktion, aber wir bieten auch Schuhe an, nicht wahnsinnig viele, aber ich genieße es auch, und ich finde es auch wichtig, dass man zum Beispiel die Möglichkeit hat, in einem Laden zu holen, was man braucht. Mit Kindern einkaufen gehen ist oft für Eltern anstrengend und auch für Kinder anstrengend. Und ich habe es erlebt, dass man für sein Kind ein paar Schuhe braucht und man findet unter 20 Paar Schuhe nur eins, das dem Kind passt. Und dann ist es oft auch nach dem zweiten Mal anprobieren auch schon erschöpft und ungeduldig und maulig. Und ich persönlich finde es toll, wenn man die Schuhe und den Schneeanzug bei mir bekommt und nicht so viele Geschäfte wechseln muss. Und darüber hinaus ist es auch so, dass sich Concept-Stores auch immer mehr etablieren und immer mehr gewünscht sind. Ein reiner Kinderschuhladen zum Beispiel, glaube ich, hat es sehr schwer. Also ich hatte auch mal einen reinen Schuhladen, und das würde ich nie wieder machen. Es klingt so ein bisschen, als ob du das Ladenkonzept darauf entwickelt hast, aus deiner eigenen Erfahrung oder allgemein aus der Erfahrung von Eltern, die einkaufen gehen und die sozusagen ein möglichst umfassendes Einkaufserlebnis, was nützlich ist und nur einen Laden dort alles kaufen und dann schnell wieder raus.
Ja, das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass ich persönlich, also es gibt so viele schöne Sachen und ich habe dann auch manchmal Schwierigkeiten, mich selber einzugrenzen. Ich könnte drei Läden haben, wenn es darum geht, all die Dinge unterzubringen, die es gibt. Und ich habe selber zwei Kinder, die sind mittlerweile groß, aber ich fand es natürlich toll, dann auch selber Schuhe anbieten zu können. Genau. Ja, also aus meinem Laden ich habe 10 Monate nach der Gründung meines Ladens einen zweiten aufgemacht, drei Türen weiter. Und das war dann das Kinderschuhgeschäft. Und bin dann aber mit dem nicht glücklich gewesen. Und waren auch andere Bedingungen, andere Umstände, dass ich den geschlossen habe und habe die Schuhe dann in den eigentlichen Laden wieder mit reingenommen und das Konzept gefällt mir deutlich besser. Kannst du deinen jetzigen Laden mal beschreiben, was so auf die Menschen, die dir in deinen Laden besuchen, zukommt und wie du den so aufgebaut hast? Also nicht nur von außen, sondern auch, wenn man so reinkommt, was einen da so erwartet. Also ich bin ja umgezogen in eine wirklich wunderschöne Immobilie. Die Straße, in der mein Laden ist, ist eine der schönsten Straßen Lüneburgs. Es verbindet das Rathaus mit dem Fluss also mit der Ilmenau. Und Besucher der Stadt gehen durch diese Straße. Ich glaube, auch die Sightseeing-Tour durch Lüneburg hält vor meinem Laden, weil das ist ein altes, wunderschönes Gebäude, das unter Denkmalschutz steht und von außen wirklich schon wunderschön aussieht. Wenn man bei mir die Ladentür aufmacht, im Sommer, im Frühling und im Herbst ist sie immer offen. Das ist mir auch ganz wichtig. Die Ladentür ist immer auf. Das ist einladender, finde ich. Wenn man bei mir reinkommt, dann sieht man erstmal auch Kleidung, aber immer auch die Dinge, von der ich als Einzelhändlerin glaube, dass sie fast alle anspricht, weil sie einfach schön sind und weil ich sie auch gut und gerne verkaufen möchte. Ja, also im Moment sind es die Affen, die ich so wahnsinnig gerne verkaufe, die vielen bunten Affen. Ich kriege die gar nicht aus dem Schaufenster raus, weil die sind so beliebt, dass ich sie immer wieder nachbestellen muss und das Schaufenster mit meinen schönen Affen bestücke, weil alle die so früh finden und jetzt in der Ferienzeit die Touristen, die gerne ihren Kindern oder Enkelkindern mitbringen. Man sieht, wenn man weiter reingeht, ist rechts der Tresen und die Bekleidung für die größeren Kinder. Und hinten ist eine Art Galerie. Ich habe in der Decke Fenster und es ist wunderschön, es ist wahnsinnig hell und freundlich hell. Und im hinteren Bereich ist der gesamte Bereich für die Babys. Das heißt sozusagen, dadurch, dass es Und die hinten so Umstände. hell ist, zieht es die Menschen auch so automatisch so nach hinten, oder? Also ja, genau. Es ist ein Laden, den man, auch wenn man für Babys gar nichts braucht, gerne einmal sozusagen durchrundet. Genau. Ja, allein schon, man sieht bei deinem Instagram auch diese tollen Bilder von innen mit diesen bogenartigen Fenstern, die du hast. Und du hast auch diese Markisen au Ja. außen, die total, also Ja. die total ausladend sind. Also nicht im Sinne, also im Größen. Einladend, weil sie sichtbar ausgeladen sind nach außen, genau. Genau so meine ich das. Ja. Also sie haben einfach ein Riesenvolumen, ne? Und die kragen so nach vorne aus. Also die sieht man entsprechend ja auch in der Flucht der Straße schon total, oder? Genau. Man sieht sie vom Rathausplatz aus und auch von der anderen Seite schon ganz weit und das, ja, das ist echt schön. Ich bin ja umgezogen während Corona. Das ist auch wirklich nochmal ein spannendes Thema, weil mich natürlich Menschen darauf angesprochen haben, wie ich das hinbekomme, beziehungsweise wie ich zu einer Entscheidung komme, während der Corona-Zeit mit einem Einzelhandelsgeschäft umzuziehen. Und es war tatsächlich, es empfinde ich als eine unglaublich wundervolle Fügung. Ich war an meinem alten Standort total zufrieden. Ich hab da war da gerne. Ich habe die Vermieter leben im Haus. Das ist eine Erbengemeinschaft. Ich kenne die gut und ich mag die sehr. Ich habe auch meinen alten Laden sehr geliebt und wäre da von alleine gar nicht auf die Idee gekommen, wegzugehen. Wie kam das dazu, dass Ja, also was mir so ein bisschen leid getan hat, war, dass ich in der Lage nicht wirklich im Zentrum war, also schon noch zentral für Lüneburger Verhältnisse,
aber da sind keine Touristen vorbeigekommen. Das war natürlich nicht, also es war nicht so, fühlte sich nicht so schön an, die hätte ich gerne auch erreicht, aber ich war insgesamt sehr glücklich an dem Standort. Und ich bin irgendwann kurz nach dem ersten Lockdown, an dem ich ja auch 5 Wochen geschlossen hatte, was eine unfassbar herausfordernde Zeit war, war ich im Mai, glaube ich, bei meiner Kosmetikerin, bei Katrin. Die grüße ich, falls sie das hört, weil die hat ganz großen Anteil daran. Und die ist im Prinzip gegenüber von meinem jetzigen Laden. Und ich saß bei ihr und habe mir schönen Nagellack machen lassen. Und sie sagte, Mensch, Claudia, da unten der Laden wird frei. Guck dir den doch mal an. Und ich habe dann gesagt, Katrin, du bist ja wahnsinnig. Ich habe gerade Corona hinter mir. 5 Wochen geschlossen. Ich kann doch jetzt nicht umziehen. Und es ist aber auch so, also dazu kam dann aber auch, dass mir so das Herz aufgegangen ist, weil es wirklich so ist, hättest du mich vor 10 Jahren oder irgendwer anderes, hätte irgendwer gesagt, Claudia, geh durch Lüneburg und such dir den Laden aus, in dem du dein Ladengeschäft haben möchtest, dann wäre es der gewesen und kein anderer. Wow. Und ja, genau. Und dann habe ich mich getraut und bin da rein und also ich bin in den Nachbarladen, weil das der Nachbarladen, das sind die Eigentümer dieser Immobilie, in der ich jetzt bin. Und da ist, die haben ein Taschenlederwarengeschäft und da bin ich rein und habe meine Visitenkarten hingebracht und habe gesagt, ich würde die gerne abgeben, weil ich hätte Interesse an dem Laden und vielleicht melden sie sich ja mal bei mir. Und na, für mich war klar, dass ich sozusagen meine Karte da erstmal abgebe. Okay. Und mich nachfrage, ob es eventuell für die Immobilienbesitzer, für die Vermieter in Frage kommt, mir diesen Laden zu vermieten. Der Jan Glinski heißt er, der sagte, er leitet die Karte an seinen Vater weiter, dem die Immobilie gehört und die würden sich dann bei mir melden. Mhm. Und dann war es so, dass ich glaube 3 oder 4 Wochen nichts passierte und ich hatte das für mich eigentlich abgehakt und zwar auch abgehakt unter dem Punkt, das ist nicht meine Liga, das ist nicht meine Lage da, da gehöre ich nicht hin mit meinem kleinen Kinderbekleidungsgeschäft. Und das waren sozusagen Selbstzweifel und alte Geschichten, so, die dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, okay, das soll irgendwie nicht so sein, das ist nicht so meine Liga da. Und dann war ich in meinem alten Laden und habe gearbeitet und das Telefon klingelte und der Immobilienbesitzer war dran und das war total süß, weil der klönte mit mir, als wäre ich längst seine Mieterin. Und das war echt toll. Und ich hatte unglaubliche Angst, weil das ist eine ganz andere Miete, die ich dort bezahle. Und, und wir steckten in Corona. Ne? Wir wussten alle nicht, kommt die zweite, dritte, vierte Welle. Und die kam ja auch. Und wir mussten schließen. Und ich bin alleinerziehend. Wir müssen leben von dem Laden, von der Arbeit, die ich da mache. Und ich habe mir, ja, ich habe mit meiner Buchhalterin gesprochen und ich habe mit Freundinnen gesprochen, die auch Geschäfte haben. Mhm. Und ich habe sogar 2 Coachingstunden genommen. Also bin zu einem Therapeuten, bei dem ich früher war und habe das mit dem durchgesprochen. Und im Herzen war für mich klar, das ist da mein Ort. Und, und es ging auch relativ schnell, dass mein Kopf das dann auch, ja. Und dann habe ich da den Mietvertrag unterschrieben. Okay. Bist du dann während des Lockdowns umgezogen oder war da gerade mal irgendwie die Möglichkeit, dass man das halbwegs normal machen kann? Nee, ich habe letztes Jahr den Mietvertrag unterschrieben, hatte aber mit meinen Vermietern besprochen, dass ich nicht im Herbst-Wintergeschäft umziehen kann. Das hätte nicht funktioniert. Also mein Hauptgeschäft findet statt von September bis Dezember. Ja. Da kommt ganz viel Ware, da werden die Kinder ausgerüstet mit einer Winterjacke, mit einem Schneeanzug und der Laden wäre, ich glaube, ab August oder September frei gewesen und das wäre für mich von der Kapazität, von der Kraft her oder aber auch von der Logistik und inhaltlich von meiner Arbeit nicht möglich gewesen. Ich habe mit denen abgemacht, dass ich ab 1. Januar miete und dass ich, ich habe dann mein Herbst-Winter-Geschäft im alten Laden noch gemacht und da waren die Läden ja alle noch auf.
und schließen mussten wir dann am 16. Dezember. Und für mich hatte ich geplant, dass ich den Januar und Februar meinen alten Laden normal aufhabe und den neuen Laden fertig mache und am 1. März dann den neuen eröffne. Ich musste dann nicht 5 Monate schließen, so wie viele andere, weil am 16. Dezember oder am 17., als alle zugemacht haben, die Meldung kam, dass Babyfachgeschäfte geöffnet bleiben dürfen. Guck. Nicht in allen Bundesländern, aber in vielen. Also Berlin, glaube ich, durfte nicht geöffnet haben. Aber ich habe dann mit dem Ordnungsamt gesprochen und weil wirklich über 50% meiner Ware ja für Babys ist, durfte ich geöffnet haben. Das Super. Hat jetzt für mich, also das war meine Rettung, schlichtweg gesagt, war das meine Rettung, weil ich das finanziell nicht hinbekommen hätte, umzuziehen in so einer Situation. Ich habe nicht viele Kunden gehabt in der Zeit, aber weil die wussten schlichtweg nicht, dass ich offen hatte. Ne? Das haben ja, also ich habe noch im März Anrufe gehabt, wo die Frauen gefragt oder die Mütter oder Eltern gefragt haben, können wir zu euch kommen, also kann ich im Internet bestellen oder und ich denen dann gesagt habe, nee, ihr dürft auch kommen, wir haben geöffnet. Ja, das gab es bei einigen Läden. Ich habe den Unverpacktladen in Lübeck, die hatten das ähnlich. Ne? Die gesagt, Lebensmittel durften ja geöffnet bleiben, genau, ja, aber viele haben es nicht gewusst. Genau, wir würden ja so gern kommen, aber, und nee, wir haben doch auch. Genau, und die Städte waren natürlich leer, die Innenstädte, ne, also. Ja, das kommt ja dazu, ne, der Sog ist nicht mehr so da, ne, wo ist der Grund hinzugehen, genau. Wenn die Innenstädte so leer sind, das genau. Macht ja dann auch keinen Spaß und jetzt nur da hinzugehen in einen Laden. Das muss man dann wirklich genau. Holen. Ne? Die Spaßkomponente entfällt sozusagen, das Stöbern und sowas. Ne? Das kannst du Bilanz ziehen jetzt so aktuell, wenn du sagst, du bist jetzt in diesem März umgezogen? Das war die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung, umzuziehen, weil tatsächlich ein A und O die Lage ist. Die Lage ist wirklich entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Einzelhandelsgeschäftes. Mitentscheidend. Also ne, der Faktor, wie viel Miete man bezahlt, ist ein ganz wichtiger. Der Faktor, ob das Konzept, das man fährt, ob das ein gutes Konzept ist oder ob man schon 3 Leute in der Nachbarschaft hat, die dasselbe machen. Das ist natürlich auch ausschlaggebend dafür, ob man wirtschaftlich Erfolg hat. Und auch, ob man seinen Job gut macht. Aber die Lage ist ein wirklich ist wirklich auch mitentscheidend. Und also das hatte ich vorhin ja erzählt, diese Straße verbindet den Lüneburger Rathausmarkt mit dem Stint, mit dem Wasserviertel und fast jeder Mensch, der Lüneburg besucht, geht durch diese Straße und dadurch hab ich Kundinnen dazu gewonnen, die durch diese Straße gehen und die ihrem Enkelkind oder ihrem Kind oder ihrem Neffen oder ihrer Nichte ein kleines Geschenk oder was anderes mitbringen. Na, was mir noch wichtig wäre, tatsächlich zu erzählen, ist, in meinem alten Laden hatte ich die Situation, dass ich von dem, was ich eingenommen habe, was ich an Gewinn gemacht habe, leben konnte. Da konnte ich mich und meine Kinder von versorgen. Ich hatte nicht die Situation, dass ich darüber hinaus noch Geld übrig hatte, dass ich in die Rente investieren konnte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Bereich Selbstständigkeit, ein noch viel, viel wichtigerer Punkt im Bereich Frauen und Selbstständigkeit und auch im Bereich Einzelhandel ein großes Thema. Kannst du da ein bisschen vielleicht nochmal ausführen? Weil das ist, glaube ich, was das betrifft, mehr, als man vielleicht denkt. Ja, also ganz konkret heißt es, dass ich irgendwann mal eine Zusatzrentenversicherung abgeschlossen habe. Da hatte ich noch nicht so viel reinbezahlt. Ich glaube, es waren 8.000 Euro. Und die musste ich kündigen, weil ich eine Schullieferung nicht hätte bezahlen können. Also ich wäre schlichtweg so, ja, in dem Moment zahlungsunfähig gewesen. Okay. Und ja, ich erwähne das gerne und in so einem Podcast noch mal viel mehr, weil wir vielleicht oder hoffentlich hier viele Menschen und viele Frauen erreichen. Ich habe 2019 ein ganz interessantes Mentoring mitgemacht bei Natascha Wegelin von Madame Moneypenny. Mhm. Und das ist so ein Finanzmentoring gewesen, wo es darum geht, dass Frauen
finanziell unabhängig werden. Ich war immer finanziell unabhängig, aber für die Rente hat es eben nicht gereicht. Wichtiges Thema, weil ich glaube, 50% der Frauen meiner Generation, vielleicht sind es sogar mehr, landen in Altersarmut. Und die Durchschnittsrente beträgt 500 Euro. Und wenn man dann nicht in einer funktionierenden Ehe lebt, in einer funktionierenden Partnerschaft, in der man mitversorgt wird oder ist mitversorgt ist vom Ehegatten oder Partner, dann landet Frau in Altersarmut. Und das wäre bei mir so gewesen. Und auch unter anderem darum bin ich umgezogen. Also ich war ja, wie gesagt, glücklich und zufrieden an dem anderen Standort. Aber ich hatte das dringende Bedürfnis und eben auch die Notwendigkeit, mehr zu erwirtschaften, um für meine Rente zu sorgen. Ja, das ist jetzt sozusagen der Standortwechsel. Der hat dir das ermöglicht, dass du da jetzt mehr einzahlen kannst und dass es für deinen Fall der funktioniert. Der wird es mir jetzt ermöglichen, genau. Ich hatte natürlich erstmal auch Unkosten durch den Umzug. Sowas kostet viel Geld, ne? Ich hatte das, den Wunsch, den Laden auch schön einzurichten. Ich habe nicht das Mobiliar komplett mit rübergenommen. Es gab viele Dinge, die ich neu angeschafft habe und da ist natürlich auch Geld reingeflossen. Aber ja, wenn meine Mädchen jetzt nicht so viel Geld brauchen fürs Studium und wie auch immer, nein. Also wenn es gut läuft, dann habe ich die Möglichkeit, was zurückzulegen für die Rente, ja. Du hast dir ja offensichtlich viel Gedanken gemacht. Kannst du vielleicht mal für andere Ladeninhaberinnen, denen ein ähnliches Thema bevorsteht, vielleicht sagen, wie da deine Einschätzung ist und was du als Empfehlung hättest? Ich empfinde es so, dass viele Menschen, eher Frauen, den Wunsch haben, ein kleines Ladengeschäft zu eröffnen. Und das ist ja auch wirklich was Tolles, ne? Wer träumt nicht in seinem Leben immer noch mal davon oder hat davon geträumt, mal ein eigenes Café zu haben oder einen eigenen Laden zu haben? So ging es mir ja auch. Das ist was Wundervolles und ich würde jedem immer dazu raten, mach das. Wenn das dein Traum ist, wenn das dein Wunsch ist, dann mach das. Es passiert aber auch, dass Menschen das machen und auch glücklich sind mit ihrem Laden und zufrieden, aber wenn sie sich die Zahlen angucken, nicht mal genug zum Leben übrig bleibt. Also es gibt schon auch Frauen, die haben einen Laden, da hängt ihr Herz dran, die machen das mit ganz viel Herzblut, die machen das gerne und erfüllen sich da ihren Berufswunsch. Aber wirtschaftlich sind die oft nicht. Das heißt ja nicht, dass man damit nicht glücklich ist und dass es falsch ist, sowas zu machen. Aber wenn man, wenn die Notwendigkeit besteht, dass man davon leben muss und dass man für die Rente was wegnehmen muss, weglegen können muss, dann kann ich nur jedem empfehlen, wirklich ein Coaching vorher zu machen. Also ganz genau durchzurechnen, wie wahrscheinlich ist es, dass so und so viel Geld dabei rumkommt, dass ich davon leben kann und darüber hinaus noch jeden Monat 500, 600 Euro weglegen kann für die Rente. Und häufig sind es ja fiktive Zahlen. Und angenommen, jetzt mache ich so einen Laden auf, ne, und lass den einfach mal so ein Jahr laufen. Wann wäre, würdest du sagen, okay, würdest du gegensteuern oder den Schlussstrich ziehen oder einfach sagen, okay, das muss jetzt geändert werden? Meine Meinung ist, das weiß man nach einem Jahr. Man hat vielleicht nicht nach einem Jahr den Umsatz und den, also Umsatz ist ja auch nicht gleich Gewinn, ne? Also du kannst ganz viel Umsatz machen, aber der Gewinn ist ganz gering. Also ich glaube, man weiß nach einem Jahr, ob die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass das ein gewinnbringendes Projekt ist. Ja. Also gewinnbringend ist es oft erst nach 3 Jahren, aber ich glaube, man weiß es nach einem Jahr. Man kann es nach einem Jahr wissen, ob es in die Richtung geht. Spannendes Thema. Ich würde bei dir gerne noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Und zwar, wie kam es denn eigentlich dazu, dass du den Laden gegründet hast? Gab es da eine bestimmte Idee? Weil du jetzt auch gesagt hast, jeder hat ja, hat nicht jeder mal die Idee gehabt, ein eigenes Café aufzumachen. Wie war denn das bei dir, dass du dann tatsächlich den Schritt gegangen bist, einen Laden zu eröffnen? Ja, also das ist, finde ich, auch eine wundervolle Geschichte, finde ich. Ich muss ein bisschen ausholen. Du stoppst mich, wenn das zu lang wird.
Also ich, den Traum vom eigenen Laden hatte ich immer. Der war unterschwellig immer da, aber ich hatte den nie konkret auf dem Zettel oder ich wäre den auch nie angegangen. Der schlummerte immer so im Hintergrund. Es gibt in Berlin einen Laden, den ich ganz wahnsinnig liebe. Das ist das Lila Lämpchen. Ich bin, wenn ich Freunde besucht habe, immer dort gewesen und ich habe immer auch schon früher gedacht, das möchte ich auch mal machen. Ich bin aber Sozialpädagogin und ich habe auch den Job geliebt und ich habe den gerne gemacht. Und dann bin ich, ne, ja, ich, also ich, es gab bei uns die Trennung privat mit den beiden Mädchen. Ich hab in Lüneburg studiert und bin dann nach Hamburg, habe da gelebt und gearbeitet und bin dann in die Nähe nach Lüneburg, weil mein Ex-Mann dort einen alten Resthof hatte, da haben wir gelebt. Und durch die Trennung und Scheidung habe ich mich entschieden, nicht nach Hamburg zurückzugehen, sondern mit den beiden Mädchen nach Lüneburg zu gehen, weil das hier wirklich ein schöner Lebensort ist. Es ist dicht an Hamburg und man kann hier, finde ich, schön leben. Und ich hatte hier noch meine Verbindung aus dem Studium und hier noch Freunde und Orte, an denen ich gerne war. Und ich bin dann mit den Mädchen nach Lüneburg und die waren klein, die waren 2 und fast 5 Jahre alt. Und finde mal als Sozialpädagogin einen Job, als Alleinerziehende mit 2 kleinen Mädchen. Das geht gar nicht. Ich kenne es, im Schichtdienst zu arbeiten. Ich habe in einem Kinderheim gearbeitet und die Arbeitszeiten einer Sozialpädagogin sind in der Regel am Nachmittag, am Wochenende, an den Feiertagen, nachts. Das war, also ich war relativ verzweifelt, weil ich für mich keine Perspektive gesehen habe mit den beiden kleinen Verstehe. Mädchen und meinem Beruf. Das war wirklich eine für mich gefühlt bedrohliche Situation über lange Zeit. Ich habe dann, als Ella dann auch in den Kindergarten ging, ich bin putzen gegangen und ich hab gefilzt, ich habe an Läden Filzprodukte verkauft und ich hatte ältere Damen, die mich für mich gestrickt haben. Ich habe Erdbeermützen stricken Ach lassen so, und die habe okay. ich auch verkauft. Ganz niedlich. Und es gab einen Laden in Hamburg, bei dem ich diese Erdbeermützen verkauft habe. Und dann kam ich irgendwann so nach 2, 3 Jahren in die Phase, wo ich mich ganz konkret natürlich bewerben musste. Es ging in die Zeit, wo also meine Große wäre in die Grundschule, also sollte in die Grundschule kommen, die Kleine war im Kindergarten. Also es gab schon ein Zeitspektrum, wo ich natürlich arbeiten gehen konnte, weil die Vormittage sozusagen kinderfrei waren. Und ich habe angefangen, Bewerbung zu schreiben als Sozialpädagogin. Und es war ganz, ganz schrecklich frustrierend. Mir ging es wirklich emotional nicht gut. Ich habe natürlich reihenweise Absagen bekommen. Und dann gab es diesen einen Tag. Ja, ich weiß das noch wie heute. Meine Tochter saß hier am Esstisch, wo ich gerade sitze, und guckte raus. Und ich rief in Hamburg in dem Laden an, den ich beliefert habe mit Erdbeermützen. Und habe die Frau gefragt, ob ich sie wieder beliefern könnte. Und wir haben so ein bisschen geklönt und es entstand ein Gespräch. Und sie erzählte, oh, sie hätte auch mal angefangen mit Strickgeschichten. Und daraus wären ihre 4 Läden entstanden. Und sie Wow. sagte, ich kann sie gerne wieder beliefern. Und dann haben wir aufgelegt und es machte Klick. Und ich sagte zu meiner Tochter, ich mache jetzt einen Laden auf. Und dann habe ich meine ehemalige Geschäftspartnerin nochmal angerufen und hab ihr gesagt, du, das klingt jetzt total verrückt, aber was hältst du denn davon, wenn wir in Lüneburg ein Geschäft eröffnen? Und dann habe ich gesagt, schlaf doch mal drüber, ich melde mich wieder. Und sie sagte, ach, dann kommt es doch nie zustande und wir verabreden uns jetzt. Und dann haben wir uns verabredet und sie ist nach Lüneburg gekommen eine Woche später. Und ich glaube, wir hatten den Kaffee nicht ausgetrunken und es war klar, dass wir ein Geschäft eröffnen würden. Wow. Und das haben wir dann gemacht. Und das war eine Gründung zu zweit? Ja, wir haben zu zweit den Laden in Lüneburg eröffnet. Wir haben auch zu zweit den Schuhladen aufgemacht und wir haben uns aber 2015 geschäftlich voneinander getrennt. Sie hat in Hamburg mehrere Geschäfte und das war dann einfach, das stand dann an, dass ich in Lüneburg alleine weitermache.
Ja, und ich glaube, alleine hätte ich mich, glaube ich, gar nicht getraut. Also es war für mich natürlich auch ein großes Glück, da jemanden an meiner Seite zu haben, der ganz viel Erfahrung hatte, ne? Ich habe viele Fehler, viel Lehrgeld nicht bezahlt, das ich bezahlt hätte, wenn ich das alleine gemacht hätte. Ich hatte ja von nichts eine Ahnung. Ich wusste nicht, wo bekomme ich die Ware her, wo muss ich da hingehen, wen muss ich da fragen, wie funktioniert das alles, ne? Ich wusste ja von nichts und das war schon toll. Welchen Tipp würdest du denn den Menschen geben, die jetzt gerade zuhören und sagen, ich will auch einen Laden gründen? Wie mache ich das denn jetzt? Ich würde sagen, frag jemanden, der einen Laden hat. Nicht unbedingt in deiner Stadt, da wirst du Ja. dann schnell natürlich als Konkurrenz wahrgenommen. Da möchte jemand dann nicht so aus dem Nähkästchen plaudern. Frag jemanden, also guck bei Instagram oder wo auch immer, guck, welcher Laden gefällt dir und ruf da an. Das ist mir auch schon öfter passiert. Also dadurch, dass ich einen relativ schönen Instagram-Auftritt habe, melden sich auch manchmal Frauen bei mir und fragen, ob ich ihnen Tipps geben könnte. Da sind wir direkt beim nächsten Thema. Also vielen Dank dafür, weil das ist wirklich eine super Strategie. Einfach andere Läden fragen, nicht in der gleichen Stadt. Finde ich tolle, wirklich eine tolle Idee. Thema Instagram. Du hast ja auch Mitarbeiterinnen, ne? Ich wollte mal von dir hören, wie ihr euch allgemein so als Team aufbaut und wer das Instagram macht. Du hast sehr, sehr viel Inhalt und man sieht sehr, sehr viel von dem Laden und man kriegt so den Charakter mit. Und das ist ja heutzutage unglaublich wichtig. Ja, Instagram mache ich selber. Also einmal ist es so, dass ich wahnsinnig gern fotografiere. Wenn ich noch einen Berufswunsch offen hätte oder frei hätte, die Kapazität, wäre ich wahnsinnig gerne Fotografin geworden. Ich mache das total gerne. Und ich bin dadurch, dass ich ja hier in Lüneburg lebe, dadurch, dass ich nur ein Laden habe, ich bin täglich vor Ort. Ich weiß einfach ja auch genau, was in meinem Laden so passiert. Und dadurch mache ich das selber. Deine Internetseite ist auch so ein gutes Beispiel. Es ist nicht zu viel drauf. Es sind eigentlich die wichtigen Informationen sind drauf. Also es ist so, mir war es wichtig, dass das eine Seite ist, also die einmal schön ist, die ansprechend ist optisch, und mir war es aber auch ganz wichtig, dass ich mich selber um die Seite kümmern kann. Also einmal aus rein finanziellen Gründen. Ich könnte mir das nicht leisten, für jedes neue Bild oder für jeden neuen Text da jemanden zu engagieren. Das würde nicht funktionieren. Deswegen habe ich lieber einmal relativ viel Geld, finde ich, in die Webseite investiert, um selber andere Bilder oder andere Texte also reinzustellen. Das Grundmodell steht bei der Seite, aber ich kann die Bilder auswechseln und ich kann die Texte auswechseln. Da kommen wir aber zu dem nächsten Punkt. Also ich mache Instagram selber und ich mache auch die Webseite selber. Und ich bin aber jemand, ich lade mir schnell mal zu viel auf. Ich glaube schon, dass andere Menschen auch einen richtig guten Job machen, aber ich mache es selber auch so gerne. Und diese Seite ist noch nicht aktualisiert für den Umzug. Das sind noch alles Bilder aus dem alten Laden. Also die müsste dringend aktualisiert werden. Aber das kommt nämlich direkt meine nächste Frage. Es steht an mehreren Punkten der Webseite, dass ihr, also schriftlich steht, dass ihr umgezogen seid. Haben sich denn deine Kunden da schon dran gewöhnt oder rufen die manchmal an und fragen, wo bist du eigentlich? Nee. Also ich glaube, 95% meiner Kunden haben das mitbekommen. Ich habe, also dadurch, dass ich ja den Mietvertrag schon im August unterschrieben habe und wusste, dass ich im Januar umziehe und zu März eröffne, konnte ich das lange kommunizieren. Ich habe am alten Laden ganz große Plakate drucken lassen, die ich ins Schaufenster geklebt habe. Ich habe da eine sehr, sehr große Schaufensterfront. Also ich habe drei große Schaufenster dort gehabt. Da waren große Plakate, dass ich umziehe. Ich habe es auf Instagram ganz viel kommuniziert. Ich habe Flyer den Kunden mitgegeben und ganz viele wussten das. Ich habe es auf der Internetseite veröffentlicht und ich habe es ja dann auch lange kommunizieren können, so dass, ne, die Super. Lüneburger haben es mitbekommen und die Besucher haben mich ja noch viel eher gefunden, weil ich in dieser bevorzugten Lage jetzt bin. Es kommt schon vor, dass Leute kommen und sagen: Oh Mann, Gott sei Dank, ich habe dich gefunden. Ich stand vorm alten Laden und da ist jetzt ja was ganz anderes. Und ich habe schon gedacht, Corona hat dich dahin gerafft. Aber heutzutage gucken die Menschen dann natürlich schnell einmal im Netz, ne? Die gehen auf Google und da sehen sie dann auch sofort, dass ich umgezogen bin. Ja.
Ein Eindruck habe ich bei dir, also wenn ich so deine Außenwirkung, Webseite, auch Instagram angucke, so die Details, dass dir das ein großer Augenmerk auf der Außenwirkung liegt. Also dass du genau guckst, so wie trete ich nach außen und wo ist mein Logo drauf. Also beispielsweise sehe ich auch Papiertüten, wo dann dein Logo Aufkleber drauf ist. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, was so dein Konzept und dein Wunsch ist, wie du mit dem Laden nach außen trittst? Also einmal finde ich mein Logo wunderschön. Ich mag das so gerne und ich zeige natürlich gerne auch, wer ich bin. Und dann ist es so, dass ich auch die schönen Dinge liebe und finde, ich habe da so ein schönes Logo. Warum sollten die nicht auf den Tüten drauf sein? Also ja. Es ist das also auch so eine Erinnerung, ne? Wenn dein Logo auf der Tüte Ja. drauf ist, dann liegt das bei deinen Kundinnen zu Hause und dann sehen die das vielleicht in 2, 3 Wochen nochmal, ne? Und das ist eigentlich eine tolle Erinnerung. Also das war so ein bisschen der Hintergrund der Frage, weil ich habe den Eindruck, dass du weißt, Außenwirkung und Logos und den Kunden eben diese Dinge auch mit nach Hause geben, ist nachhaltig Ja, na klar. sinnvoll. Ja, natürlich. Also Elli und Mai steht für mich wie eine Marke, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist ein Begriff so. Ich mag den, der ist schön, der ist einprägsam. Das sind meine Töchter. Also meine kleine Tochter heißt Ella, die nennen wir immer Elli. Und meine große heißt Nina Mai. Als 2015 die Trennung von meiner ehemaligen Geschäftspartnerin war, musste ich mich umnennen, weil ihre Läden in Hamburg auch so heißen, wie wir vorher hießen. Und ich hatte das, also es war auch eine Herausforderung für mich, nach 6 Jahren oder nach 5 Jahren einen neuen Namen für meinen Laden zu finden. Und ich kam dann auf die Idee, den Elli und Mai zu nennen. Und Elke Schillei, das ist eine Grafikerin und Grafikdesignerin, ich habe Postkarten von ihr verkauft und ich mag den Stil, wie sie zeichnet, so unglaublich gerne. Und dann habe ich damals mich bei ihr gemeldet und sie gefragt, ob sie mir dieses Logo so malt nach einem Foto von meinen Töchtern, das ich ihr geschickt habe. Und daraus ist dieses Logo entstanden und das liebe ich auch und das finde ich wunderschön. Und natürlich geht es mir auch um eine Wirtschaftlichkeit und ne, um Sichtbarkeit. Also Wiedererkennungswert ist was ganz Wichtiges, finde ich. Das, was du ja auch machst, ist außen vor dem Laden immer inszenieren. Du hattest auch jetzt letztens Luftballons draußen, dann so eine schöne schwarze Kreidetafel, einfach nur sehr, sehr schlicht mit einem Regenbogen. Ja, aber das war Zufall, weil meine große Tochter ist im Urlaub und meine große Tochter ist die, die Handlettering kann und die kann so toll zeichnen. Und ich glaube, wenn die da gewesen wäre, dann wäre diese Tafel voll geworden Ach mit so. irgendwelchen Zeichnungen. Und weil sie nicht da war und ich meine Schrift nicht mag oder das Gefühl habe, ich kann das nicht gut, habe ich dieses einfach nur Elli und Mai draufgeschrieben. Das ist ja in einer relativ einfachen Kinderschrift, sage ich jetzt mal, geschrieben. Und dann kam mir dieser Regenbogen in den Sinn und dann, ich hatte diese Tafel, die ist neu und ich wollte die rausstellen und benutzen und meine Nina war nicht da und dann kam ich auf die Idee. Ja, sah toll aus. Und Johannes, ist so, dass meine Kolleginnen mir gespiegelt oder nicht gespiegelt, also mich informiert haben, dass der Eindruck war, dass deutlich mehr Menschen in den Laden reingekommen sind aufgrund dieser Tafel und der Luftballons mit Helium gefüllt. Das fand Was? ich sehr interessant, weil mein Schaufenster ist ja tatsächlich ein wirklich schöner Anblick. Wenn man durch diese Straße geht, dann registriert man mein Schaufenster und ganz viele bleiben auch davor stehen und schauen sich das an. Und die Kinder drücken sich tatsächlich auch manchmal so ein bisschen die Nase platt, weil ich habe da auch immer mal ein Einhorn drin stehen. Also ich achte darauf, dass das ist ein Kinderladen und ich möchte dann auch, dass die Kinder schöne Dinge bei mir entdecken. Und eigentlich war mein Eindruck oder mein Gedanke war, ich brauche da nichts mehr noch vor dem Laden, weil das Schaufenster spricht für sich. Aber siehe da, meine Kolleginnen fanden, dass durch die Tafel und die Luftballons mehr Menschen in den Laden reingekommen sind. Das ist das Schöne beim Einzelhandel, das liebe ich so sehr, weil jetzt könntet ihr theoretisch das testen, ne? Also jetzt könnte man mal sagen, einfach mal eine Woche lang ein vielbeschriftetes Schild ohne Luftballons und einmal eins mit diesem Regenbogen und mit Luftballons und dann einfach mal gucken, was passiert. Ich liebe Das das so sehr, stimmt. dass man im Einzelhandel die direkte Kunden
Reaktion wahrnehmen kann. Ja, das stimmt. Ich bin da, glaube ich, nicht so der Typ für. Ich habe da immer mal drüber nachgedacht. Ich habe mal drüber nachgedacht, ob ich zum Beispiel Strichlisten mache. Großeltern zum Beispiel, es ist ein großes Potenzial. Also die haben eine große Kaufkraft. Vielen Großeltern geht es wirtschaftlich sehr gut. Und die möchten ihren Enkelkindern Gutes tun. Die unterstützen ihre Kinder und ihre Enkelkinder auch oft finanziell, ja. Und ich habe auch mal zwischendurch gedacht, ich mache mal Strichlisten, viele Großeltern bei mir Kunden sind, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ist das so zahlenmäßig verteilt. Wenn ich ehrlich bin, ich habe im Alltag gefühlt nicht so die Zeit. Ich könnte strukturierter arbeiten, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mehr so die Kreative. Ich liebe es, in meinem Laden aufzuräumen. Also ich rausche da durch und der Laden ist von vorne bis hinten einmal umgeräumt, also überspitzt gesagt. Das mache ich ganz oft und ich möchte auch, dass es darf nicht so durcheinander sein. Es dürfen nicht irgendwie dreimal dieselben Kuscheltiere im Laden verteilt sein, weil dann denke ich, der ist nicht mehr da, aber an der anderen Ecke sitzt er nochmal. Also ich brauche es im Laden selber strukturiert, aber Arbeitsabläufe, aber ich meine, wir haben alle nur zwei Hände. Also ein Thema im alten Laden zum Beispiel war das Licht eine Katastrophe. Also es war wirklich schlecht. Ich hatte so eine abgehängte Decke und ich konnte da gar nicht so viel machen, weil mir die Decke entgegenkommen wäre. Ich konnte mich jetzt nicht hinstellen und da richtig gute Lampen installieren. Das wäre nicht gegangen vom Gewicht her. Und es gibt viele ja, die sagen, Licht ist auch das A und O. Ja, 100%. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wenn ich es jetzt heller mache, dass ich dann 30% mehr Kunden habe. Hätte man jetzt, also vieles ist auch, glaube ich, wie man, ob die Menschen sich wohlfühlen. Also mir war es jetzt nicht so wichtig, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um es in dem Laden heller zu machen. Ich hatte das Gefühl, wenn ich mein Können und das, was ich gerne mache und das, was ich gut kann, einsetze, dann ist das in Ordnung. Dann ist es nicht so, dass mir wegen des Lichtes die Kunden fehlen. Ich glaube, die Kunden fehlen auch deswegen nicht. Aber es kann sich auf die Menge der Kaufkraft oder des allgemeinen Umsatzes. Ja, da hast du recht. Ja, also dass sie einfach sagen, okay, da hinten in der Ecke ist ein bisschen dunkel, da gehe ich jetzt nicht noch hin, aber da hätten sie eben was gekauft vielleicht. Ja, das stimmt. Und deswegen, also man sieht in den Läden, die wirklich gerade so in den A-Lagen sind, wie Licht, also wie die da auch an Stromverbrauch nicht sparen, einfach, dass die Produkte gut sichtbar sind. Das stimmt und das spielt. Genau, und da kommt wieder diese Tafel mit den Luftballons ins Spiel thematisch, weil wenn man da gute Arbeit macht, sage ich jetzt mal, dass der Laden freundlich und hell ist und dass man eben außen das ansprechend gestaltet, das erhöht die Kauflaune. Ja. Ich will noch mal ganz kurz zurückgehen zu der Strichliste, weil tatsächlich ist es so, Strichlisten führen im Alltag, wenn dann Kunden kommen und Fragen haben, das ist nicht möglich. Das ist, also man kann das versuchen, aber das wird sehr lückenhaft. Und was du aber mal überlegen könntest, ist, wenn du sagst, Großeltern, das wäre eine potenzielle Zielgruppe, weil die viel Kaufkraft haben, ist, dass du mal eher als Kundin bei euch durch die Straße gehst, zweimal hoch und runter und guckst mal ein bisschen, wenn Großeltern mit Kindern unterwegs sind, was die so machen. Und was die mit sich haben und wo die vielleicht, was die brauchen. Ne? Also, und dann könnte man mal gucken, okay, gibt es ein Bedürfnis bei den Großeltern, was du zusätzlich mit anbieten kannst? Wo die reingehen, weil nicht der Kinder wegen, sondern weil die irgendwas Bestimmtes wollen oder brauchen. Sei es ein Taschentuch, nur eine Idee jetzt. Ne? Ja. Und wenn du das zusätzlich mit hast, dann sind die gerade in dem Laden mit dem Enkelkind. Und dann sieht das Enkelkind deine Affen oder was auch immer. Und dann hast du auf einmal einen Kunden mehr oder eine Kundin. Idee könnte ich mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Ja, danke. Kannst du sagen, wie sich dein Sortiment über die Jahre geändert hat? Es hat sich ja sicher irgendwie geändert, aber kannst du sagen, okay, es gab hier und da eine Veränderung von den Kundenwünschen und dadurch hast du das und jenes umgestellt? Kann man das so? Nee, ich glaube nicht, weil ich habe nichts grundsätzlich umgestellt. Also mein Sortiment unterscheidet sich nicht groß davon, wie es vor 12 Jahren war.
Es ist aber schon so, dass die Menschen natürlich immer auch auf der Suche sind nach was Neuem oder dass Farben sich ändern oder also dass Geschmack sich ändert, ne? Dass sich ein Style sich ändert. Und da habe ich mich natürlich auch mit den Jahren dann mitentwickelt. Das ist auch natürlich ein wichtiger Punkt, als Einzelhändler da immer offen zu bleiben. Man darf oder man sollte nicht den Fehler machen, sich nicht umzuschauen und inspirieren zu lassen, zum Beispiel auf Instagram oder eben auf Messen und zu gucken, ne, wo geht der Trend hin und was gefällt den Menschen und wo trenne ich mich vielleicht auch mal zum Beispiel von einer Marke oder einer Firma, die ich persönlich so wahnsinnig gerne verkaufe, aber die nicht mehr so viel gekauft wird. Und traue mich dann, was anderes reinzunehmen, was ähnlich ist, aber optisch dann vielleicht mehr dem aktuellen Geschmack entspricht. Einfach nur, weil die Farben anders sind oder so. Ich liebe es auch, das geht jetzt durch Corona, ging es so lange nicht, aber ich liebe es, durch Berlin zu bummeln und mir da Anregungen zu holen und zu gucken, es gibt in Berlin so wahnsinnig viele schöne Geschäfte oder in Hamburg und das ist auch eine schöne Sache, genau. Ja, kannst du, wenn du so zusammenfasst, sagen, was so deine, wo dein Herz am meisten steckt, wenn du den Laden betreibst? Also was ist das, was du so am meisten liebst als Ladeninhaberin? Boah, das ist auch viel. Also was, also ganz besonders liebe ich den Kontakt zu den Menschen. Ich wollte vor Corona keinen Online-Shop, ich wollte es währenddessen nicht und ich möchte es auch nach Corona nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, also es würde mir nicht mehr Spaß machen, keinen Spaß mehr machen, diese schönen Dinge zu verkaufen, wenn meine Arbeit darin bestehen würde, die Sachen einzupacken und zu verschicken und der persönliche Kontakt mit den Menschen nicht mehr da wäre. Also ich liebe es, wenn die Zeit da ist, also interessante, inspirierende Gespräche zu haben mit den Kundinnen, die ich habe. Und ich finde, ich lerne da ganz viel. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Und aber auch nicht unwichtig für mich ist, dass ich mir nicht vorstellen könnte, also damals, als ich alleinerziehend war, oder bin ich ja jetzt noch, aber die Mädchen sind groß, dieses Funktionieren, jeden Morgen um 8 auf der Matte irgendwo zu stehen und ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich krank bin oder wenn eins der Mädchen krank war, nur in Anführungsstrichen 6 Wochen Urlaub im Jahr zu haben. Ich habe deutlich weniger Urlaub, seit ich selbstständig bin. Ich glaube, in den ersten 3 Jahren war das Längste, was ich frei hatte, 3 Tage am Stück, als Weihnachten gut lag. Also ich habe deutlich weniger Urlaub als 6 Wochen im Jahr. Aber die Vorstellung, funktionieren zu müssen im Sinne von 8 bis 16 Uhr jeden Tag, und diese 6 Wochen Urlaub mir möglichst schon 9 Monate vorher einzuteilen, wann ich die haben möchte. Also solche Sachen zum Beispiel. Ich glaube, dass ich könnte das schlichtweg nicht mehr. Ich glaube, von meiner körperlichen Kraft her könnte ich das nicht. Obwohl ich so wirklich viel arbeite, ist es so, dass ich Phasen habe, als ich zum Beispiel umgezogen bin, als wir in Corona waren. Ich glaube, ich habe 3 Monate durchgearbeitet und ich habe irre viel, also wenig geschlafen, viel gearbeitet, auch körperlich hart gearbeitet. Aber ich genieße diese Phasen, wenn die dann vorbei sind, dass die Mädchen morgens aus dem Haus zur Schule gehen und ich lege mich wieder ins Bett und mache mir eine Netflix-Serie an. das entspricht mehr meinem Naturell als jeden Tag um 8 irgendwo zu stehen und meine Arbeit zu machen. Also ne, ich kann meine Büro, also ja, ich kann meine Büroarbeit nachts um 12 machen oder mittags um 12. Und ich kann, als meine Mädchen damals klein waren, das war wirklich anstrengend. Also ich habe Phasen gehabt, da habe ich zu Hause die Babysitterin bezahlt, damit mein Laden geöffnet sein konnte, damit ich dort stand, damit ich den nicht abschließen musste. Aber ich habe auch wiederum die Möglichkeit, wenn das Kind morgens krank ist oder ich mich nicht wohlfühle, eine Kollegin anzurufen und zu sagen, kannst du für mich einspringen? Oder im schlimmsten Fall, wenn ich den Laden um 11 erst aufschließe, kann mir auch niemand, sage ich jetzt mal, die Hölle heiß machen, weil es ist mein Laden.
kann da sind dann vielleicht Kunden enttäuscht und auch zu Recht enttäuscht, weil, ne, die gehen davon aus, dass ich um 9:30 öffne und die brauchen dann was und möchten das kaufen. Und dann dürfen die auch, sag ich jetzt mal, böse auf mich sein, aber es ist meine Entscheidung. Ich bestimme, wann ich diesen Laden öffne. Ja. Und das gefällt mir gut. Und im allerbesten Fall, also ich sag mal so, wenn es wirtschaftlich nicht gut läuft, also wenn man finanzielle Sorgen hat, dann kann es, sag ich jetzt mal, die Hölle sein, so einen Laden zu haben. Aber wenn man sich das dann irgendwann auch hart erarbeitet hat, dass das finanziell funktioniert, das Konzept, was man da fährt, dann kann ich am Strand sitzen und der Laden läuft. Auch Ja. solche Phasen gibt es dann. Ne, ich könnte zum Beispiel, glaube ich nicht, ich fände es auch toll, Kosmetikerin zu sein, aber ich könnte nicht ein kleines Kosmetikgeschäft führen, wenn ich wüsste, wenn ich in Urlaub machen möchte, ist mein Laden zu. Ich glaube, also vielleicht würde ich da reinwachsen und das würde ich lernen. Aber dieses Gefühl, vorarbeiten zu müssen und nacharbeiten zu müssen, ist auch was. Das würde mir, glaube ich, nicht gefallen. Also dieses Gefühl, ich darf nicht krank werden, weil wenn ich morgen krank bin, dann muss ich 5 Frauen oder Männern absagen. Die können dann ihren, also das würde mir Druck machen. Ich glaube, das Urlaub würde noch gehen, wenn ich das plane. Aber ich glaube, dieses, ich mir macht es Druck, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich nicht fit bin, dann leiden da andere drunter. Die bekommen dann was nicht, was sie bei mir gebucht haben oder was sie dann möchten. Das macht mir Probleme. Ja, verstehe ich. Vielleicht als vorletzte Frage, was sind denn so die Pläne, wenn du jetzt mal so in die nächsten Jahre schaust, vielleicht die nächsten 5 Jahre auch oder dieses Jahr, ne? Was sind so deine Pläne, was sind so die Sachen, die du als nächstes angehen willst oder wo du auch gerne erstmal so als Vision hin willst vielleicht? Also im Moment ist es so, dass der Umzug ja tatsächlich noch nicht lange her ist. Der war ganz aufregend und ich bin unglaublich glücklich mit dem. Wir wissen alle nicht, was jetzt mit der vierten oder fünften Welle, ich habe auch da nicht mehr mitgezählt, noch auf uns zukommt. Also auch das ist natürlich nochmal spannend, was coronamäßig noch wieder passiert im Bereich Einzelhandel. Das ist auch eine große Herausforderung und Ja. da fällt es dann auch schwer, große Pläne zu haben, finde ich. Es gibt da eine Idee und es gibt einen Plan, aber den verrate ich dann sozusagen, wenn es soweit ist. Im Moment bin ich tatsächlich erstmal so richtig, richtig glücklich und zufrieden und freue mich jeden Tag über diesen wunderschönen Laden. Wunderbar. Und es ist halt privat tatsächlich auch eine ganz aufregende Zeit. Es ist ein richtig neuer Lebensabschnitt, wenn die eine Tochter weggeht für ein halbes Jahr und die andere ausgezogen ist. Für mich beginnt dann ein neuer Lebensabschnitt auch. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay, viel los dieses Jahr. Ganz viel los, genau. Claudia, wo können denn die Menschen dich in Lüneburg und wo in den sozialen Medien und online finden? Ja, also es ist Elli und Mai an den Brotbänken 12 in 21335 Lüneburg. Das ist die Straße, die das Rathaus und den Stint miteinander verbindet. Eine ganz wunderschöne Straße, finde ich. Sie finden mich bei Instagram und bei Facebook unter Elli und Mai. Und auch meine Website finden Sie dort. Eine Wunderbar. wunderschöne Stadt, also eine wirklich wunderschöne Stadt. Wer Lust hat, in diese Gegend zu kommen, der sollte Lüneburg besuchen. Hier werden die roten Rosen gedreht. Wir haben eine wunderschöne Altstadt. Lüneburg war oder ist eine Salzstadt. Es liegt dicht bei Hamburg. Ich habe auch nicht wenig Hamburger Kunden, weil es so schön ist. Es gehört zum HVV. Man ist in 29 Minuten vom Hamburger Hauptbahnhof in Lüneburg. Und auch Hamburg hat ja wirklich unglaublich viele wunderschöne Geschäfte. Lüneburg hat den Vorteil, dass man hier ganz toll essen und trinken gehen kann und eine Runde dreht und alles abklappert, was man so sehen möchte. Weißt du, in Hamburg musst du richtig Strecke zurücklegen, um deine Lieblingsgeschäfte abzugrasen. Und das ist in Lüneburg total schön, weil man kann hier ganz toll essen und trinken und flanieren und viele schöne Geschäfte finden. Das klingt großartig. Also du hast mir das auf jeden Fall schon im Vorgespräch schmackhaft gemacht. Claudia Homburg, tausend Dank für deine Zeit. Schön, dass du da warst. Ja, Johannes, ich danke dir auch von Herzen. Ich war ein bisschen aufgeregt und es hat mir ganz viel Freude bereitet. Und ich finde das ganz schön,
da bei deinem Podcast da dabei zu sein. Vielen herzlichen Dank. Claudia, vielen Dank für deine Einblicke und vor allen Dingen auch diese, das waren ja wirklich auch sehr ehrliche und sehr tiefe Einblicke, gerade wenn es eben um diese ganzen Corona-Umzüge, noch finanzielle Sorgen ja. geht. Das ist nicht so selbstverständlich, dass jemand das so offen preisgibt in einem Podcast. Also da möchte ich dir total danken, weil das finde ich sehr mutig. Also ich finde, also meine persönliche Meinung ist, wir reden zu wenig über Geld. Geld macht jetzt nicht glücklich, aber es gibt ja dieses Sprichwort, es beruhigt ungemein. Und wir dürfen da, finde ich, deutlicher werden, weil wir uns da mit gegenseitig unterstützen können und helfen können und Fehler vermeiden und auch Enttäuschungen verhindern. Ja, da hast du ja hier jetzt den Anfang gemacht. Also danke für deine Offenheit. Danke, ja, ich danke auch. Claudia Homburg, vielen Dank. Das war die heutige Folge des Entfalte Dein Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Wenn du einen Laden hast, der einmal hier zu Gast im Entfalte Dein Laden Podcast sein soll, dann schreib mir gerne eine Mail an podcast@entfaltedeinladen.de. Wenn du keine Episode mehr verpassen willst, dann kannst du diesen Podcast hier kostenlos auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Und ich freue mich natürlich auch über einen Kommentar oder eine Bewertung bei Apple Podcasts. Mein Name ist Johannes Albert. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wenn du gerade im Laden bist, dann natürlich auch einen wunderbaren Geschäftstag. Die nächste Folge kommt am Donnerstag. Ich freue mich schon darauf. Bis dahin. Ciao.